Also ich glaube, ich muss da vorwegschicken, ich habe selber mit dem Berufsleben angefangen, erst als Volontärin beim Tagesspiegel und dann als Redakteurin bei der Zeit, 92 und dann ab 94 bei der Zeit. Insofern fällt mein eigener beruflicher Lebenslauf relativ nahtlos auf die Zeit, in der die Grünen ernsthaft angefangen haben, ihre eigene sehr vage und sehr konventionelle Sicht auf Menschenrechte und Friedenspolitik angesichts von Kriegsverbrechen, massenhaften Menschenrechtsverletzungen auf dem Balkan und in Zentralafrika zu hinterfragen und die eigenen Vorbehalte gegenüber dem Gewaltmonopol der Vereinten Nationen zu hinterfragen und einer möglichen Beteiligung Deutschlands und der Bundeswehr an humanitären Interventionen. Das war für Deutschland eine sehr aufregende Frage. Das war auch für uns junge Berufsanfänger aufregend, weil man merkte, dass sich hier der außenpolitische Diskurs der gerade erst wiedervereinigten Republik in einer ganz fundamentalen Frage, der Frage von Krieg und Frieden, verschob. Man darf nicht vergessen, die Regierung Schröder-Fischer, die das dann regierungsamtlich zu entscheiden hatte, ab 1998, kam weniger als ein Jahrzehnt nach der Wiedererlangung der vollen Souveränität an die Macht und hatte in schneller Abfolge ein paar sehr historische Herausforderungen zu bearbeiten und hatte damit Gestaltungsräume, die noch keine Bundesregierung der Nachkriegszeit so zu bestehen hatte, und das mit einem grünen Außenminister, der seine politische Karriere bekanntlich als Straßenkämpfer begonnen hatte. Interessant ist natürlich an all dem, dass es ausgerechnet mit einem grünen Außenminister geschehen ist, dass die Anwendung von Gewalt als Ultima Ratio der Außenpolitik durchgesetzt wurde. Schwierig war dabei die normative Begründung. Wir erinnern uns, dass Joschka Fischer damals gesprochen hat, von nie wieder Auschwitz. Aber einen völkerrechtlich belegbaren Völkermord gab es nur in Bosnien. Später im Kosovo, als es für die rot-grüne Regierung akut wurde, war diese Behauptung schon außerordentlich problematisch. Ja, es hat massenhafte Kriegsverbrechen, schwere Menschenrechtsverletzungen gegeben, aber von einem Völkermord im Kosovo konnte eigentlich nicht die Rede sein. Und wie wir uns erinnern, hat sich Deutschland an einer Luftaktion der NATO gegen Serbien beteiligt mit einem außerordentlich dünnen VN-Mandat. Das alles waren für die Grünen kulturelle Tabubrüche. Jenseits dessen haben die Grünen erkennbar mit den sogenannten harten Machtthemen gefremdelt, also mit Strategiefähigkeit, mit Realpolitik, Interessendefinition in Europa und im Bündnis, dem Verhältnis zu Russland und insbesondere ihren Instrumenten und dabei allen voran der Bundeswehr, mit einer vielleicht prominenten Ausnahme des grünen Abgeordneten Willy Nachbey, der sich sehr intensiv mit der Bundeswehr beschäftigt hat. Und auch bei den klassisch linken Themen der internationalen Ordnungspolitik waren die konkreten Ideen der Grünen eher konventionell. Wie schon gesagt, da hat man gemerkt, dass die Auseinandersetzung mit den Völkerrechtsverbrechen auf dem Balkan und in Zentralafrika doch die Bewegung, die Partei und die an der Regierung beteiligten Minister sehr stark gebunden hat. Die Wende in der grünen Auseinandersetzung mit der Sicherheitspolitik kam mit den Konflikten der 90er Jahre. Und die Wegmarken da heißen Bosnien, Kosovo, Afghanistan, Irak und später Libyen, Syrien. In all diesen Fällen mussten grüne Minister oder später Grüne in der Opposition sich mit der Frage auseinandersetzen, wann beteiligt sich die Bundesrepublik Deutschland an militärischen Interventionen, sei es eine humanitäre Intervention, sei es wie im Fall Afghanistan der Bündnisfall, sei es wie im Fall Irak an einer War of Choice, einem Krieg, an dem sich bekanntlich die rot-grüne Regierung geweigert hat, teilzunehmen, wie ich meine, zu Recht. Der Libyen-Einsatz, der einzige Fall bisher, dass der Anwendung des Grundsatzes Responsibility to Protect, also einer
präventiven Anwendung militärischer Gewalt, um schlimmste Menschenrechtsverbrechen durch Gaddafi zu verhindern. Und Syrien, der Fall, wo der Westen nicht eingegriffen hat, obwohl Assad Chemiewaffen, geächtete Waffen gegen seine eigene Bevölkerung verwendet hat. Was ich hier vor allen Dingen sagen will, jenseits der sehr, sehr komplexen Einzelfragen und Aspekte all dieser Debatten, ist, dass die Grünen hier sehr schnell lernen mussten, dass die moralisch grundierte, universalistisch anspruchsvolle Grundhaltung der eigenen Außenpolitik häufig an den Herausforderungen, den Komplexitäten der Realität scheiterte. Und das war ein sehr schweres, sehr hartes und schnelles Erwachsenwerden in der Außenpolitik. Ich muss sagen, ich habe immer bewundert, mit welcher Härte und Unbedingtheit sich die grünen Parlamentarier, aber auch die Basis mit diesen Debatten beschäftigt haben, sich dem ausgesetzt haben. Man hat aber auch gelegentlich gesehen, dass die moralische Unbedingtheit, die Fähigkeit, die Komplexitäten eines bestimmten Problems zu begreifen und dementsprechend eine nuanciertere, subtilere Position zu verfolgen, verhindert hat. Und ich bin mir nicht sicher, und vielleicht werden wir das ja ab 2021 sehen, ob diese Lektion inzwischen gelernt ist. Also ich glaube schon, dass die Grünen für sich in Anspruch nehmen können, dass sie mit der Unbedingtheit, der Offenheit, der Lernbereitschaft ihres Einsatzes gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik so etwas wie ein teachable moment, wie man hier in Amerika sagt, für den Rest von Deutschland waren. Insbesondere hat, glaube ich, ihr Eintreten für die Menschenrechte und ihre Bereitschaft, sie auch zu verteidigen und notfalls mit Waffengewalt, durchaus Sympathie gefunden bei den Parlamentariern und Mitgliedern anderer bürgerlicher Parteien. Und heute scheint mir, dass die Trennlinien sich durch alle Parteien ziehen, dass es eine globalisierungsfreundliche, internationalistisch, kosmopolitische, auf Fragen der internationalen Ordnung ausgerichtete Gruppe und andererseits eine nationalistische Gruppe in jeder Partei gibt. Im Übrigen heute auch bei den Grünen. Das ist früher nicht so deutlich zutage getreten. Ich habe den Verdacht, dass das immer so war. Eine wirklich interessante Frage ist, ob die heute sehr harte Position der Grünen gegenüber Russland und China dem Einfluss anderer, insbesondere der CDU, geschuldet ist oder umgekehrt. Ich denke, dass hier sowas wie ein gegenseitiges Hochschaukeln stattgefunden hat. Zwar glaube ich, dass sich in der CDU manche mit dem nach wie vor sehr authentischen Menschenrechtsuniversalismus der Grünen anfreunden können. Andererseits haben auch die Grünen inzwischen gelernt, und ich denke, das werden sie sich unter anderem von der CDU abgeschaut haben, wie man Prinzipien und Überzeugungen in durchsetzbare Politik umsetzt. Ich würde das als eine Serie von Spannungsfeldern beschreiben, in denen sich die Grünen befinden und die sie noch nicht aufgelöst haben und die möglicherweise nicht auflösbar sind. Da ist zum einen die Spannung zwischen einer sehr verdunkelten Weltlage, die gekennzeichnet ist von Großmächtekonkurrenz bei gleichzeitiger sich vertiefender Interdependenz und dem universalistischen menschenrechtlichen Anspruch der Grünen. Dann ist da zum Zweiten die Spannung
zumal die Großfolgen, die globalen Folgen der Pandemie noch längst nicht absehbar sind, die Spannung zwischen Ideal und dem politischen Machbaren. Drittens, die Spannung zwischen den Prägungen und Überzeugungen der grünen Führung und der grünen Basis und möglicherweise der grünen Basis und der gesamtdeutschen Basis. Ich könnte mir vorstellen, dass die grüne Basis in manchen Punkten ziemlich weit entfernt ist von den Ideen der grünen Führung und da näher ist an der gesamten deutschen Wahrnehmung mancher Themen, insbesondere an der Zurückhaltung gegenüber einem größeren außenpolitischen, vielleicht sogar ordnungspolitischen Engagement, das mit mehr Machtmitteln, finanziellen, diplomatischen und militärischen unterfüttert wäre, dass diese Zurückhaltung sehr viel größer ist als bei der grünen Führung. Das ist aber, glaube ich, ein traditionelles grünes Problem. Ich denke, da hat die grüne Führung, insbesondere sollte sie an die Regierung kommen, noch ziemlich viel Arbeit vor sich. Viertens, das Spannungsfeld zwischen Innenpolitik und Außenpolitik. Also die innenpolitischen Sachzwänge, die Freiräume der Außenpolitik, die Handlungsfähigkeit der Außenpolitik einengen. Und fünftens und letztens, das Spannungsfeld der Sachthemen, der Klimapolitik, der Energiepolitik gegenüber der Außen- und Sicherheitspolitik, wo in vielerlei Hinsicht, denke ich, die wahrgenommenen Handlungszwänge und die Möglichkeiten auseinanderlaufen oder sogar zunächst als unversöhnlich miteinander erscheinen. Innerhalb dieser Spannungsfelder werden ein paar Themen sehr schnell sehr konkret werden. Das Verhältnis zu den USA, sei es unter einem Präsidenten Biden oder in einer zweiten Amtszeit Trump. Das Verhältnis zu einem Russland, das immer deutlicher sich abgrenzt vom Westen, erkennbar Zeichen innerer Schwäche zeigt, aber gleichzeitig auftrumpft und nicht nur am Rande Europas, sondern in Europa und im Nahen und Mittleren Osten zu einem Zeitpunkt, wo sich die USA möglicherweise zurückziehen, sich immer mehr einmischt. Und dann schließlich ein China, das offensichtlich weltweite strategische Ambitionen hat und die auch innerhalb von Europa immer rücksichtsloser durchsetzt, zu einem Zeitpunkt, wo sämtliche Ökonomien Europas unter der Pandemie einbrechen und die Frage unserer Außenhandelspartner noch wichtiger ist als je zuvor. Und schließlich bleibt die Frage, welche Rolle spielt die Bundeswehr in der Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesregierung, der Bundesrepublik? Kann die Bundeswehr in dem Zustand bleiben, in dem sie jetzt ist? Ist es nicht notwendig, dass gerade Grüne, die an der Regierung beteiligt sein könnten, sich mehr, nicht nur übrigens mit der Bundeswehr, sondern auch mit den Sicherheitsdiensten im Inland beschäftigen und versuchen, auch dort ihre Werte und ihre Interessen geltend zu machen? Es würde denen möglicherweise gut tun.